Das ist eine Herkules-Saxonette. Seit mehreren Jahren in meinem Besitz, aber seit 2 Jahren nicht mehr gefahren. Die ging einmal während der Fahrt aus, seitdem stand sie jetzt rum. Habe mich nicht weiter darum gekümmert. Aber da sogar der blaue Umweltengel drauf ist, dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit. Wir haben einen Zündfunken, haben Kraftstoff, aber einfach keine Kompression. Hierzu habe ich auch einen befreundeten Prüfingenieur hinzugezogen, der nach 3,5 Jahren Ausbildung zum selben Ergebnis kam. Keine Kompression. Zieh nochmal gescheit. Loslassen und nochmal ziehen. Somit war die Fehlerquelle wahrscheinlich dieses Dekompressionsventil. Hatte ich so auch noch nie was mit zu tun, aber es dient dazu, den Kraftaufwand des Starts zu minimieren, indem der Brennraum geöffnet ist, bis Unterdruck aus dem Ansaug anliegt. Und sobald Unterdruck anliegt, wird das geschlossen und der Brennraum auch abgeschlossen, sozusagen. Und man sieht hier direkt hinein ein direkter Zugang zum Brennraum. Kolben sichtbar durch beide Löcher. Wir legen es still, schrauben eine Schraube rein, dient eh nur des Komforts. Also weg mit dem Dekoventil. Und siehe da, sofort Kompression. Geht nicht. Wieder Vier-Augen-Prinzip. Ha. Und hier ein kleiner Einblick in die Funktionsweise. Dieser Schlauch dient der Unterdruckansteuerung, um mechanisch das Ventil zu schließen. Man nuckelt dran, Ventil geht zu. Lässt los, Ventil geht durch Federkraft wieder auf. Also Ventil war eigentlich nicht schuld. Man denkt, hier pulsiert der Unterdruck, zieht es zu und gleichzeitig natürlich der Verbrennungsdruck pulsiert von innen dagegen. Das heißt, wenn der Motor einmal gestartet ist, ist das Ventil eigentlich ziemlich festgeschlossen durch Unterdruck und Verbrennungsdruck. Somit ist die eigentliche Fehlerquelle dieser alte vergammelte Schlauch. Total porös und brüchig. Aber ich dachte mir, legen wir es ganz still. Wie gesagt, es ist eh nur ein Komfort-Accessoire. Braucht kein Mensch. Ist nur eine Fehlerquelle. Also weg damit. Aber nochmal zurück, wir müssen ja auch die Löcher verschließen. Einmal der Unterdruckansaug sozusagen. Der sich hinter Vergaser befindet, im Saugrohr. Und das Blow-by-Wastegate, wie man es nennen will, wird über ein kleines Stummelchen auch dem Endrohr zugefügt, also dem Endtopf. Wenn man es alles so nennen kann bei dem kleinen Ding. Und dazu gibt es so kleine Gummistopfen, hitzebeständig. Einmal den Auspuff verschließen. Dann ein bisschen nachdrücken mit dem spitzen Gegenstand. Und viel wichtiger, den Ansaugkanal wieder abdichten, indem man dort hinten auch noch eins hereinschiebt. Und nun schauen wir mal. Bilder sagen mehr als Worte.
Jetzt haben wir zwar Kompression, aber das Benzin will nicht vom Tank in die Schwimmkammer laufen. Mal schauen, ob wir Unterdruck im Tank haben, ob die Entlüftung nicht funktioniert. Aber daran lag es auch nicht. Drum ein bisschen am Schlauch nackeln, bis der Kraftstoff runterfließt und die Schwimmerkammer sich füllen kann. Et voilà. Viel Spaß beim Basteln.